Wieder zurück bei Baldur's Gate. Ich musste gerade eben eine Pause machen. Habe ich es euch gesagt? Ich habe es euch gesagt, der kleine Junge, mit dem stimmt was nicht. Kein kleiner Junge sucht nachts nach seinem Köter. Und was ist passiert? Richtig. War nämlich gar kein kleiner Junge. Das war kein kleiner Junge. So, in diesem Gebiet sind wir ziemlich durch, würde ich sagen. Lass mal gucken, ob wir weiterkommen. Mit meinen Leuten. Denn wir wollen ja immer noch von Minsk die Freundin suchen. Neufestung nicht erreichbar. Warum komme ich nicht zur Neufestung? Muss ich vielleicht erstmal dieses Land, dieses Gebiet hier. Ich versuche jetzt einfach mal zu campieren. Weil ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ach fuck, ey. Was bist du denn für ein? Na gut, es hat sich gelohnt. Was auch immer das für ein Viech war. Oh fuck. Nein, hör auf! Okay, ja. Aber selbstverständlich. Wo lauft ihr denn hin? Warum greift ihr denn einfach blöd die Gegner an? Oh fuck, irgendwer ist hier gerade kurz vorm Abnippeln, glaube ich, bei uns. Ah ne, das war der Wolf. Okay, alles ist gut. Glück gehabt. Ich wollte hier gerade looten und du rennst einfach weg. Was bist du denn für ein Lappen? Und was jetzt? Das dürfte nie so schwer sein. So, aber ich muss hier definitiv nochmal ganz kurz von Duftison nochmal ein bisschen was an der am Skript ändern. Feinde angreifen ist okay. Besondere Fertigkeiten benutzen. Nein. 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 Fertig. Ich mag das nämlich nicht, wenn meine Charaktere der Meinung sind, ständig ihre Zauberslots ins Nichts zu jagen, ne? Das geht mir so auf den Zeiger. Ich will die einsetzen, wenn ich sie einsetzen will und nicht, wenn der Bot der Meinung ist oder der Computer der Meinung ist, dass ich die einsetze. Das ist ja nämlich totaler Blödsinn. Das entzieht mir ja die komplette Kontrolle der Charaktere. Und wie gesagt, das verpulvert mir halt eben alle Zauberslots, die nur gehen. Und wenn ich dann... Ja, Fallen finden ist okay. Wenn ich dann halt eben irgendwie mal in eine doofe Lage komme, na, dann sitze ich da. Und bin voll im Eimer. So gut wie erledigt. Nicht erreichbar. Das dürfte nie so schwer sein. Ich versuche jetzt mal einfach komplett in den Westen zu gehen. Vielleicht ist das wirklich nur mal ein Ding. Abenteuer und das Klären von Schwertern. So, wollen wir so ein kleines Reiselied oder so singen, während wir hier zu sechs unterwegs hier rumwandern? Das Wandern ist es mühelos, das Wandern ist es... Gute Geister. Was? Eine wunderschöne alte Eiche ist in Gefahr. Eine Dryade der Wolkengipfel. Oha. Sexy? Ich rufe euch an, ihr wohlgesinnten Geister. Eine uralte Eiche ist in Gefahr. Es steht ein Angriff durch zwei Gestalten bevor, die es auf die Schändung der ehrbaren Natur abgesehen haben. Sie konnten sich bislang meinen Zaubermitteln entziehen und müssen aufgehalten werden, ehe nicht wieder gut zu machender Schaden entsteht. Wollt ihr meiner Bitte stattgeben? Mädels in Not? Ja, da sind wir doch voll dabei, oder? Ist doch unser Ding. Nur die niederträchtigsten Halunken würden einen sanften Waldgeist ausnutzen. Zeigt mir den Weg. Mit denen werden wir schon fertig. Was ist denn an dem Baum? Was ist schon ein Baum mehr oder weniger? Alter. Was bezahlt ihr uns für unsere Hilfe? Nein, nein. Wir sind die rechtschaffen Guten. Wir sind ja Paladin. Deswegen nur die niederträchtigsten Halunken. Ich danke euch, denn obgleich sie offenbar recht dumm sind, können sie doch viel Schaden anrichten. Hier entlang. Und was jetzt? So gut wie erledigt.
Moment. Krumm? Peter! Ah! Ich bin Kaldo und das ist mein Bruder Krumm. Okay, schön dich kennenzulernen. Wir glauben, dass hier, dass das hier ein Zauberbaum ist, weil er allein hier oben steht und so groß ist. Sind wahrscheinlich Gnomen, Kobolde oder sowas drin. Darum fällen wir ihn erst und holen uns dann den Schatz. Stimmt doch, oder? Hab ich recht, Krumm? Wollt ihr helfen? Ist ein großer Baum. Ist bestimmt Gold für uns alle drin. Nein? Also los, mein Freund. Uns erwarten so unermessliche Schätze. Nein. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Seht doch nur, wie wunderschön dieser Baum ist. Ein wahres Wunder der Natur. Ich werde nicht zulassen, dass ihr diesen Baum auch nur ein Zweigrund. Nee. Wir versuchen sie erstmal diplomatisch, ne? Also, wenn ihr nicht helfen wollt, dann verdrückt euch. Wir brauchen keine, die uns bei der Arbeit zuschauen. Ihr wollt uns ausrauben, wenn wir den Schatz haben. Das ist es, was ihr vorhabt. Was? Mit Räubern wollen wir nichts zu tun haben. Krumm! Und ich gar nichts. Stimmt's, Krumm? Wie? Okay, stopp. Was braucht ihr? Du darfst angreifen. Du musst erstmal raus aus dem Kampf. Du bist ganz gut in der Nähe, du greifst damit an, du hackst auf den, du hackst auf den und ab geht die Post. Super, im Nahkampf gebunden, jetzt kannst du anfangen. Och Mensch, er hat gar keine Zauberslots mehr frei, na was ein Zufall aber auch. Und die Olle tut einfach nichts, die guckt nur zu. Sehr freundlich. Aber ja, mit dem Ausrauben so ganz unrecht hatte er nicht. Zumindest das Wichtigste nehme ich mit. Geld. Wo ist denn die andere Leiche? Hier ist doch noch eine andere Leiche. Da ist die andere Leiche. Und was jetzt? So gut wie erledigt. Geld. Geld, Geld, Geld. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? So, kann der eine Keule tragen zufällig? Oh, guck mal, Heiltrank gar nicht gesehen. Bist du in Keulen? Kannst du Keulen? Nee, kann er nicht. Also kann er schon, aber das bringt nichts. Ein wunderschönen Luna, grüß dich. Na du, alles gut bei dir? Du gehst jetzt so gut wie erledigt. Mein Baum hat solche Schmerzen. Dank sei euch, hier habt ihr einen Trank. Der euch auf euren Wegen unter Umständen von Nutzen sein kann. Dankeschön. Wow, und Erfahrungspunkte gewonnen. Ich glaube, wir haben jetzt unser gesuchtes Level up, oder? 27 Erfahrungspunkte. Es fehlen 27 Erfahrungspunkte. Ist das... Nein. 153. Oh, das tut so weh. Das tut so weh. Und was jetzt? Aber selbstverständlich. Ja. Ab Essen und bei dir? Ja, sicher. Bei mir ist auch alles gut soweit, glaube ich. Miau vor allem. Miau, ihr Lieben. Das müsste doch... Da müsste doch eine... eine Lurkmeat voll drauf abgehen. Oh, hier haben wir eine Höhle. Gehen wir in die Höhle rein? Erstmal speichern. Miau. Ja, siehst du, miau. Wölfe! Mehr davon! Ausgezeichnet! Diese Höhle ist unser. Was haben wir hier drin? Eine helle Bade und ein... Kann ich euch, wenn niemand besser Ring, den wir nicht tragen können. Weg. Danke. Dann nimm mal die helle Bade mit. Und ich glaube, hier sind wir eigentlich ganz gut aufgehoben, um mal eine Rast zu machen, oder? Ich würde sagen, ja. Haben wir hier kurz rasten? Ah, warte mal, nicht. Vielleicht nicht unbedingt Autosave speichern. Ah, sag ich doch, das war gut. Moment. Hat das nichts gebracht? Habt ihr mit mir gesprochen? Hört auf, an mir herumzutatschen! Ja.
Warum bekommen wir denn keine... Wir haben eine lange Rast jetzt gemacht, oder nicht? So ist geheilt. Stört euch irgendetwas? Achso, weil ich nicht richtig hingeguckt habe. Da sind die Zauber. Ja gut, dann haben wir jetzt einfach ein paar Nächte in der Wolfshöhle übernachtet. Meinetwegen auch das. Dafür können wir jetzt bei Tag durch die Gegend wandern. Hi-ho, hi-ho, wir sind vergnügt und froh. Boah, schwermütige Musik hier jetzt gerade. Ach, was haben wir denn hier? Guck mal, hier ist doch was. Was bist du denn? Eine tote Katze! Lecker, nehmen wir. Ihr braucht meine Hilfe, wenn niemand besser geeignet ist. Tote Katzen brauchen wir. Weiß zwar noch nicht wofür, aber vielleicht brauchen wir die für irgendwas. Lurkmeets gefällt das. Also, gar nicht. Ich bin der Tod. Ich bin der Weltzerstörer. Ich bin der Tod. Ja, ich tue mein Bestes. Ja, keine Ahnung, woher die kamen. Ja. Und was die wollte. Was haben wir da eigentlich gerade besiegt? Ich habe gar nicht drauf geachtet. War es ein Kobold oder war das... Was war denn das? Hat da jemand drauf geachtet? Was für einen Namen die Kreatur getragen hat? Na also, wir kommen endlich zur Gnollfestung. Perfekt, seht ihr mal, wir haben den Ort der Gnollfestung gefunden. Jetzt können wir das Mädel befreien. Und was jetzt? Ja, das Mädel befreien. Frag doch nicht immer so blöd. Und was jetzt? Wir müssen ja auch ein bisschen schauen. Nicht, dass wir, dass hier irgendwelche Fallen oder so liegen. Wie groß ist denn das Gebiet? Ja, schon nicht klein, ne? Ich genau. Ich hungrig. Das freut mich für dich. Ihr nirgendwo hingehen. Das ist unsere Brücke. Ihr bezahlen, um sie zu begehren. Okay. Jo, Zahlen, 20 pro Kopf oder Kopf ab. Das sind 1, 2, 8 Köpfe, also 200 Goldmünzen. Ja, nee, ist klar, ne? Ist schon klar. Kirby, grüß dich. Na du? Ja, komm, ich bezahle und dann gehen wir weiter. Gut. Meine ganz im Ernst. Nein, sie zahlen ziemlich schnell. Haben vielleicht mehr Gold, sind vielleicht reich. Yo, du Schlau, wir hauen trotzdem Kopf ab und kriegen ganz viel Geld. Ach, ernsthaft, ey. War die dümmste Entscheidung, die ihr je hattet. Tja, dann habt ihr jetzt keinen Kopf mehr und ich kriege euer Geld, glaube ich. Ja, mein Geld. Einiges an komischer Tränke. Was sind das für Tränke? Kälteschutztrank. Trank der Hügelriesen. Richtig gut. Ich schieb mal eben hier ein bisschen die helle Bade. Ach, seht ihr mal, der kann die helle Bade tragen. Hey, Moment mal. Ja gut, der kann es zwar tragen, aber das bringt halt eben nichts. Wie sieht es mit dem Speer aus? Ich mag doch Stangenwaffen, oder? Ja, aber das bringt ihr auch nichts. Der mag ganz gerne Pfeile, habe ich gehört. Dann kriegt der nochmal ein paar. Haben wir hier noch jemanden, der ein paar Pfeile dabei hat? Ey, was ist das denn hier? Achso, eine Keule. Warte mal, kann irgendjemand eine Keule tragen? Wie sieht es denn bei dir aus? Magst du Keulen? Nicht so wirklich. Ah, es ist eine Jungfrau in Nöten. Ja, genau. Wir gehen die holde Jungfrau retten. Ob die so hold ist, wissen wir nicht. Aber Hauptsache Nöten.
Ach, guck mal, da ist mein Geld. Was haben wir hier? Handschuhe. Ja, siehst du mal, das hat sich hier richtig gelohnt. Was bringen die denn? Hierbei handelt es sich um eine, den zur Rüstung gehörenden Handschutz, der entweder aus Leder, Metallplättchen und so weiter besteht. Ah. Ja, das müssen wir mal bei einer, im nächsten Laden oder so müssen wir das mal inspizieren lassen. Pilze ist nicht so meins. Ansonsten, wenn es noch Augen hat, eher nicht. Was? Ach so, was? Ja? Was? Miets, was? Und was jetzt? Wie geht's? Ach, gut geht's. Wie geht's dir? Wie kommst du in Dragon Quest voran? Und warum gibt's noch keinen Shoutout für den guten Link? Für den guten Kirbs, Kirby. Kirby, Kirby. Ach, guck mal, hier ist die Gnoll-Dingsbums. Wir schauen uns trotzdem erstmal sicherheitshalber ein bisschen um. Man sollte nicht immer den Haupteingang nehmen. Was bekomme ich hin, Nobu? Ach so, Pilze. Ach, du willst ein... Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Ach so, du bist ein Gnoll. Ach, das ist ja süß. Wo geht's jetzt lang? Aber selbstverständlich. Das ist ja süß. Ich glaube, solange wir nicht den Gnoll-Obermacker treffen, könnte das hier ein ganz gemütlicher Spaziergang werden. Wir gehen erstmal drumherum, weil man erstmal gucken muss, ob es nicht hier vielleicht irgendwo ganz zufällig. Oh, bereit zum Aufstieg! Endlich! Stufe erhöhen! Oh, sehr gut. Hat jetzt auch 24 Lebenspunkte. Der braucht noch ein bisschen. Oh, wenigstens etwas. Ja. Endlich mal gute Neuigkeiten. Unser Held überlebt es ein bisschen länger. Ist der überhaupt ein Held? Ach, sagen wir einfach, der Düftyson ist ein Held. Der ist jetzt Held. So, jetzt bekomme ich ein bisschen Bock, wieder zurückzugehen. Also sobald alle ein Level up haben. Um zur ollen Magierin oder der einen Truppe, die uns so auseinandergenommen hat, nochmal so richtig ins Gesicht zu klatschen. So von wegen, ja sorry, wir haben euch zwar gerade eben noch geskippt, aber jetzt bin ich hier, um euch so richtig ins Gesicht zu hauen. Hätte ich Bock. Das wäre, glaube ich, die richtige Herangehensweise, oder? So, ich glaube, bis da nach unten können wir ohne Probleme gehen. Und ganz schön groß hier, ne? Alles. Höre nur ich jetzt gerade schreien? Gern geschehen, es war mir ein Fest. Apropos Fest. Mir fällt gerade so auf. Achso, wir können im Kampf nicht speichern. Aber wir sind noch gar nicht im Kampf. Jetzt sind wir nicht mehr im Kampf. Mir fällt gerade ein, dass wir natürlich aber jetzt auch noch ein bisschen Zauber und so weiter. Ach, genau. Die Zauberbücher noch bearbeiten können. Hey. Ihr Zauber? Ach so, Priesterzauber. Warum hatten die jetzt nichts? Sehr komisch.
Vielleicht muss ich da auch irgendwo unterwegs sein. Oder irgendwo anders unterwegs sein. Na gut. Ziehen wir mal weiter. Und gucken mal. Was uns in der Gnollfestung hier noch alles passieren wird. Oh nein, jetzt kommen zwei davon. Ich glaube... Ach krass. Wo kamen die denn auf einmal her? Da kamen die auf einmal von hinten angematscht, anmarschiert. Okay, man muss hier schon ein bisschen aufpassen. Nicht, dass man auf einmal einen Hinterhalt von allen Seiten kommt oder so, ne? Das war jetzt schon ein glücklicher Moment für uns. Und was jetzt? Hätte auch ganz schnell anders aussehen können. Ey, pass auf, wenn uns das zu schwer ist, dann lassen wir die Jungfrau einfach sterben, oder? Wir wissen ja nicht, dass sie hier ist, oder? Wissen wir, dass sie hier ist? Ich behaupte einfach, wir wissen es nicht. So richtig ehrenhaft. Einfach die Beine in die Hand nehmen und weglaufen. Ey, wer kämpft denn schon gerne? Nur Vollidioten kämpfen. Kommt man hier runter? Das ist ein Weg nach unten? Tatsächlich. Man kann es ja mal versuchen. Komm zurück! Nein! So gut wie erledigt. Und was jetzt? Oh, ich bin wirklich nicht von selbstverständlich. Wie geht's jetzt lang? Gib mir doch die Augen! Ja. Gib mir doch die Augen! Oh boy. Warum? Warum steht denn der immer so weit vorne? Sag mal, hast du Lack gesoffen oder was, du Zauberertyp? Apropos Zauberertyp, ich sollte mal eine Gruppe Ich sollte mal ein bisschen darauf achten, dass ich vielleicht meine richtige Zauberin wieder an Land bekomme. Die coole Liebe. Nicht unsere alte Klassenkameradin, sondern ich meine schon die, die wir vor der Inquisition gerettet haben oder was auch immer das war. So, wenn, dann geht ihr bitte vor. Ja, ein Glück haben wir euch vorgeschickt. Ja, so gut wie erledigt. Zum Glück haben wir das richtig entschieden hier gerade. Denn sonst wären wieder die... Ach, warte mal, hier geht's doch hinter noch weiter, oder? Ja, aber absolut. Gut. Den Teil haben wir auch. Das heißt, wir können wieder zurück. Hier ist noch eine Treppe, da müssen wir hoch. Und der Magier ist natürlich wieder der Erste, der ankommt. Der will mich doch veräppeln hier. Und dann jammern, dass man stirbt, ne? Auf der anderen Seite, wenn er stirbt, haben wir Platz für die richtige Magierin. Jetzt gibt's gleich mächtige Eins auf der Rübe. Habt ihr gehört, ne? Gleich mächtige Eins auf der Rübe. So. Das dürfte nie so schwer sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Einfach mal kaputt gemacht. War hier nicht noch einer? Ja. Vier müssten das sein.
Lebensentzug. Lebensentzug, das könnte sie, glaube ich, hier noch mitnehmen. Soll ich eure Rosenbügel, wie ihr wünscht? Das dürfte nie so schwer sein. Also ich finde es ja schon mega geil gemacht, ne? Das Game. Warum steht denn der da drüben? Ich verdiene eure Aufmerksamkeit, o Blumertag, o Schlusserfron. Ich dachte, hier gibt's Knolle. Also, ah, da sind die Nächsten. Für die Gefallenen! Die Flüsse färben sich. Ah, auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlecht war das? Ja, auf einer Skala von 1 bis 10 war das eher eine 8. Ja? Sucht euch eure Freunde. Dürfte nie so schwer sein. Ich hätte wieder mehr abspeichern sollen. Leute, ihr habt mich schon wieder nicht daran erinnert, abzuspeichern. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Aber jetzt wissen wir, dass wir hier hoch müssen. Vielen Dank. Und die Flüsse werden sich. Hey, Dufti. Schreie. Ich bin der So, hier speichere ich jetzt. Überschreiben. Wer bist du eigentlich? Achso, du bist der. So, einmal kurz rüberlaufen, dass wir eine bessere Position haben. Jetzt könnt ihr euch um den kümmern. Nice. So, kleinen Moment. Ich würde hier mal eben kurz einen Zauber wirken. Leichte Wunden heilen. Und ich sehe schon wieder. Wir brauchen noch mehr. Segen. Leichte Wunden heilen. Auf ihn. Idealerweise bevor er stirbt. So, geht doch. Alle gut rausgekommen. Könntest auch einen Speicherbefehl bei den Kanalpunkten zufügen oder so. Nur ein Vorschlag. Speicherbefehl bei den Kanalpunkten. Nee, bei den Kanalpunkten. Das würde ja bedeuten, dass nur derjenige mich erinnern kann, der Kanalpunkte ausgibt. Das wäre ja kontraproduktiv. Ja, dürfte nie so schwer sein. Aber stimmt, genau, so einen Button zu haben, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Good point, ich glaube, das mache ich. Danke für den Hinweis. Mal eben einer der Moderatoren, wenn anwesend, bitte ein To-Do erstellen. Das wäre mega. Ja, ja. Und gleich heult er wieder, dass er verprügelt wird. Ich merke schon, kein Mod da, der sich dafür berufen fühlt hier. Und die Lurk-Katze ist keine Moderatorin. Merkst du es? Merkst du, Lurk-Meat? Geht hier nur bergab. Hey, dürft auch zurückhauen. Wollte ich nur gesagt haben. So, und ich merke, ich muss hier mal ein bisschen Hack anlegen. Stopp. Ich wollte gerade sagen, da passt was nicht. Der sitzt da oben. Sie sitzt in der Nähe. Sie muss nochmal Hand auflegen, auf ihn machen.
Und er muss da jetzt auch ganz schnell wieder weg. Draufhauen! Mach ihn kaputt! Geht doch. So, aber ich habe jetzt keine Frau gesehen. Was ist denn los? Ich dachte, die holde Maid soll hier irgendwo rumgeistern. Arschlecken. Niemand da. Keiner zu Hause. Riesengroße Verarschung. So, Albert und der Hund. Konfrontation. Sie wird in einer Gnoll-Festung westlich von Nashkil also gefangen gehalten. Also, wir sind hier auf jeden Fall in der Gnoll-Festung. Ja, aber selbstverständlich. Aber ich sehe keine. Leyna! Hey, grüß dich! Schön, dass du mal wieder vorbeischaust. Ich sehe hier keine Gefangene. Wo soll denn die Olle sein? Oh. Die Olle. Ja, hier irgendwo geistert eine Prinzessin Peach rum, scheinbar. Und die sollen wir befreien. Aber die ist einfach nicht aufzufinden. Die ist weg. Die hat sich in Luft aufgelöst oder sowas. Kommt man hier runter oder sowas? Ey, man kommt hier runter. Euer freundliches Getue macht mich krank. Ey, guck mal, Dinner, da ist er ja. Die suchen wir doch. Eure Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so vielen Rippeln begegnet. Oha, das muss ich jetzt versuchen nachzumachen, ne? Ich danke euch für meine Rettung. Es war mutig von euch, jemanden wie Minsk in die Schlacht zu folgen, wenn auch ein wenig unbedarf. Ich besitze nichts, was ich euch zum Lohn geben könnte, außer meinem Beistand im Kampf. Vielleicht kann ich ja eine Weile mit euch ziehen, auf dass ich eine Gelegenheit findet, um meine Schuld zu begleichen. Minsk ist, nun ja, Minsk. Aber immerhin ist er ein tapferer Kämpfer, wohingegen ich in den Zauberkünsten bewandert bin. Wollen wir uns zusammentun? Ihr seid bei mir willkommen. Man kann nie genug Freunde haben. Wenn diese Biester euch erwischen konnten, braucht ihr mehr Übung. Nee, die kann ruhig mitkommen. Ich zweifle nicht daran, dass ihr mir interessante Reise... Achso. Das war sowas wie ein Lob. Ich schmeiß den hier jetzt raus. Der ist zwar eigentlich ganz gut, aber wir haben ja noch eine zweite Zauberin. Und die holen wir gleich ab. Auch wenn ich weiß, dass jetzt zwei gehen werden. Eure Stimme ist Ambrosia. Geht's jetzt lang? Ja. Oh nein. Und sie nicht? Dürfte nie so schwer sein. Moment, habe ich jetzt Minsk rausgehört? Ne, Minsk ist drin. Ah, siehst du doch. Ihr wollt, dass ich gehe, aber ihr habt, aber wir haben so viel gemeinsam erlebt. So viele gute Zeiten, das ist wirklich ein trauriger Tag. Lebt wohl, echt schade, bla 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 und der ganze Müll. Kommt mit, Mantaron. Ihr seid mein Gegenstück und wir brechen, werden nicht getrennt gehen. Ja, genau, das dachte ich mir. Aber das macht nichts. Würde ich sagen. Denn wir gehen dann zur freundlichen Hand, dem exklusiven Club. Und werden dann unsere Süße wieder mitnehmen. Die missverstandene Magierin. Dann haben wir eigentlich eine recht interessante Truppe. Na toll. Ich hätte den zumindest erstmal das Inventar leerräumen können, ne? Was kann die denn überhaupt alles? Du
Brennende Hände ist schon mal gut. Magisches Geschoss ist schon mal gut. Das ist gut. Damit können wir zumindest schon mal arbeiten. So, dann braucht sie noch 500 Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level ab. Das ist auch gut. Auf jeden Fall ist offensichtlich da, wo die... Ja, das ist richtig. Das ist auch gut. Mich juckt sie die ganze Zeit am Auge. Das ist voll seltsam. Deswegen nicht wundern, wenn ich irgendwann zwischendurch aussehe, als wenn ich bekifft wäre. Ach ja, ganz wichtig, anpassen. Fernkampf bevorzugen, das auf jeden Fall an besondere Fähigkeiten und den ganzen Schmarrn nutzen aus. Gut. Ah ja, genau, jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte gucken, sie kann Schleudern benutzen. Dann werden wir ihr mal eine Schleuder organisieren. Damit sie auch im Nahkampf irgendwie zu gebrauchen ist. Weil wir haben jetzt insgesamt 4 Nahkämpfer. 4 Nahkämpfer plus einen plus 2 Fernkämpfer finde ich in Ordnung. Das ist gut. Achso, mal kurz gucken. Questlog. Abgeschlossen. Perfekt. Konfrontation mit Tranzig. Aus Mullerhays Briefen geht hervor, dass er einen Vorgesetzten namens Tassok hat, mit dem er über einen Mittelsmann der Tranzig heißt, in Kontakt. Tranzig sollte in Feldeposts Wirthaus im Berge Ost sein. Achso, das ist die Main Quest, da kommen wir eh noch hin. Geschichte von Hauptmann Brage, Gerüchte von Volo, Bergmann Brage von der Garde von Amn ist seit einiger Zeit verschwunden, nachdem sich sein Verhalten seltsam verändert hat. Früher war ein redlicher Familienvater, doch dann begann er mit sinnlosen Verwüstungen. Seht ihr irgendwas? Nee, da steht nichts von wegen, wo wir ihn gegebenenfalls finden könnten. Dann geht's jetzt erstmal ins Gasthaus zum Besagten, auch wenn wir da sehr, sehr lange unterwegs sind. Freundlicher Arm, 60 Stunden, easy. Feinde haben ihnen aufgehört. Ja. Sie müssen sich verteidigen. Aber selbstverständlich. Nee. Weg. Ich hoffe, da ist jetzt keiner von mir gestorben. Minsk. Seine mächtige Zerstörungswut wird nicht. Och Mann, ey. Aber zum Glück können wir hier noch Autos safen. Und was jetzt? Aber selbstverständlich. Feinde haben. Wo geht's jetzt lang? Es war schon klar, dass wir jetzt hier Feinde haben. Selbstverständlich. Hier geistert er rum. Alle hacken da einfach mega bescheuert drauf, haben es aber geschafft. Weiter geht's. Moment. Loot, ganz vergessen. Loot tut gut. Kann ich euch behilflich sein? Ich tue mein Bestes. Ja, dürfte nie so schwer sein. Oh, das Looten könnte man echt ein bisschen angenehmer machen. Krummsäbel nehmen wir mit. Und so gut wie erledigt. So. Weiter zum freundlichen Arm. Da sind wir. So, ich hoffe, dass wir hier jetzt das Mädel wiederfinden. Die hatte aber, ich bin der Meinung, die hatte gesagt, dass sie zum freundlichen Arm zurückkehrt. Also suchen wir sie hier mal. Bürgerin. Hey, Burger King? Ey, komm. Wir sind hier bei Herr der Ring. Ah, nee, sind wir nicht. Sorry. Bevor sie weiterziehen können. So gut wie erledigt. Balk. Bürgerin. Nera, da ist sie doch. Ach so, jetzt kommt ihr zu.
zurück zu mir, nachdem ihr mich gezwungen habt, den ganzen Weg hierher alleine zurückzulegen. Ihr könnt euch auf was gefasst machen. Aber wem sage ich das eigentlich? Ich will nicht noch mehr dieser roten Magier über den Weg laufen. Ihr werdet mich wieder aufnehmen, nicht wahr? Genau deshalb bin ich hier, Nera. Bitte begleite mich wieder. Ja, ich wusste, ihr würdet zurückkehren. Diese Freude, die sie dabei macht. So. Ah, ausgezeichnet. Ja gut, damit haben wir wieder eine, die 4 Lebenspunkte hat. Aber das macht ja nichts. Bekommt die auch noch nebenbei Erfahrungspunkte oder sowas? Hat die noch... Wäre ja zu schön gewesen, ne? Na gut, okay. Auch damit kommen wir klar. Ach, schau mal. Khalid ist bereit zum Level Up. Na dann, Level Up. Das ist okay, so finde ich. Dürfte nie so schwer sein. Diese T-Formation finde ich ganz gut. Da können wir mal ganz kurz Was ist es diesmal? Gucken, wie genau die aufgebaut ist. So, das ist Minsk. Genau, der soll ruhig da stehen bleiben. Genau so will ich die Formation haben. Die finde ich gut so. Das halten wir so fest. Hier so eine Keilformation ist eigentlich auch nicht verkehrt, aber ich würde sagen, erstmal müssen wir hier nochmal eine Runde rasten. Was habt ihr so zu verkaufen? Achso, genau, wir wollten noch eine Schleuder mitnehmen. Blutsteinring. Steinring? Hatte, was hat nochmal die Frau hier gesucht? War das der Feuersteinring oder war das ein Blutsteinring? Schau nochmal ganz kurz bei ihr. Was ist sie noch? Kampfstab. Fernkampfmodifikator plus 2. Ist das gut oder ist das schlecht? Plus 2 würde ich sagen, ist eigentlich ganz gut. Oh, hi, Mark. Oh, hi, Silent. Grüß dich. Ja, ich glaube, wenn ich ihr und ihr nochmal eine Dingsbums gebe, irgendwas zum... Das Geschäft geht in letzter Zeit äußerst schlecht. Irgendwas zum Werfen, ist das gar nicht so verkehrt. So, einmal eine Schleuder bitte. Und Kugeln, die brauche ich für Schleudern, ne? Schleuder, genau. Ruhig einen ganzen Haufen davon. Ich glaube, 3 Stacks können sie mitnehmen. So, wie sieht es bei dir aus? Hast du irgendwas, was du noch tragen kannst? Siehst du mal, sie kann nämlich auch eine Schleuder tragen. Sie kann Kurzschwerter, kann sie nicht. Ah, Doppelklick ist der Trick. Gut. Ja, Geld haben wir, wie gesagt, echt genug. Das ist okay. Müssen wir nochmal gucken, was die hier noch für Rüstung oder so tragen könnte. Aber ich glaube, da kommen wir hier nicht sonderlich weit. Wie ist denn die hier ausgerüstet? Eigentlich ziemlich schlecht. Nee, das ist okay so. Alleine, dass sie jetzt eine Schleuder hat, ist optimal. So, sie nämlich auch.
Die ist sogar eigentlich noch ein bisschen besser ausgerüstet mit der Schleuder. Hat sie auch einen Nahkampf... Hat die irgendwelche Nahkampftalente noch? Nee, nicht du, die. Nahkampftalente. Schleuder plus Fertigkeiten. Rettungswürfe. Kommen wir eben hier ins Inventar. Ob wir nicht zufällig noch eine Waffe haben, die sie tragen könnte? Nein, nein. Hellebarde. Also was, eine Hellebarde kann sie tragen oder was? Aber sonst geht's noch. Die kann sie nämlich nicht verwenden. Totaler Blödsinn. Aber eine Keule kann sie. Kann sie nicht. Sie trägt schon eine Stange. Na gut, okay, dann ist das so okay. Bleibt zurück und gebt Acht. Also. Weiter geht's. Schenke steht allen offen, die sich anständig. Wir wollen leben wie die Könige. Mit Extras und Bonis. Und freuen uns gleich doppelt und dreifach, dass wir voll erfrischt aus dem Gebäude rausgehen. Ein Träumchen. So, jetzt würde ich trotzdem noch... Ich werde auf jeden Fall noch einmal um die, um das Gasthaus herumwandern. Dürfte nie so schwer sein. Weil es ja eigentlich hieß, dass hier diese komischen... Keine Ahnung, Orks oder so... immer noch diesen Ring haben. Und ich finde diesen Ring nicht, aber ich will diesen Ring haben. Damit ich die Quest abgeben kann und mehr Erfahrungspunkte bekomme. Achso, wobei... Die Geschichte mit dem Ring ist ja nicht mehr hier drin. Das heißt, ich habe die wahrscheinlich gar nicht mehr. Gut, dann ziehen wir wieder weiter in die Weltgeschichte. Auf, meine Freunde! Wo geht's denn hin? Bergos? Narshek? Vielleicht finden wir noch ein bisschen was in Narshek. Ist so gut wie erledigt! Wir reden hier nochmal mit ein paar Leuten. Vielleicht gibt es hier nochmal die ein oder andere Quest. Ah nee, zur Not, wir haben ja auch noch die Sache, dass wir hier Gegenstände identifizieren können. Ich will bewusst nicht nach Bergost. Gerade, weil in Bergost ist nämlich, Dürfte nie so schwer sein. Ist nämlich diese... Geht die Quest nämlich weiter, die Main Quest. Kein Wunder bei der Eisenknappheit. So, Geschicklichkeit auf 18 gesetzt. Das ist geil. Das ist geil. Hier gibt es nichts zu identifizieren, hier auch nicht. Der Ring gefällt mir schon mal sehr. Den er hier hat. Ah ne, das ist ein Gürtel, ne? Nee. Wo war denn das? Der hatte doch hier gerade eben noch einen Ring, oder nicht? Der die Geschicklichkeit irgendwie hervorgehoben hat. Ah nee, das waren die Handschuhe. Ach, siehst du? Stimmt, die sind nämlich noch gar nicht identifiziert. Die müssen wir auch noch identifizieren. Identifikation Armschützer. Armschützer des Bogenschützen. Der Beschützer des Tals. Okay. Bonus minus 2 mit Geschosswaffen. Kann nicht verwendet werden von Kleriker, Druide, Magier, Schamane, also allem. Okay, hab's verstanden. Trotzdem, schauen wir mal. Ja, super. Das sind genau die, die nämlich gar keine Bogen tragen. Oder gar keine Bögen tragen. Aber er könnte doch... Siehst du mal, er kann zumindest schon mal eine dickere Rüstung tragen. Das hat schon mal viel gebracht. Und dazu auch noch einen Helm. Weil jeder mag es, mit Helmen durch die Gegend zu laufen. Du kannst dir auch noch das schnieke Ding anziehen. Jetzt sind hier die Tanks richtig hart unterwegs. Bogen? Moment, aber du kannst einen Bogen tragen, sehe ich hier, ne?
Kann sogar eine helle Bade tragen. Finde ich gut. Dann bräuchten wir für ihn nur noch eine gute Waffe. Welche Waffe konnte sie nochmal tragen? Habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Zauberstäbe. Kampfwerte. Kampfwerte, Kampfwerte, Kampfwerte. Rettungswürfe? Nee, Schleuder. Bin mir nicht sicher. Aber meine trotz Beine allem müssen wir, brauchen wir echt ein bisschen Kram. Und wenn es nur Dolche sind. Dolche oder Kurzschwerter? Pfeile. Ich glaube, er trägt ja jetzt den Bogen. Dann 12 an ihn. Helm trägt er schon. Sie trägt noch keinen Helm, also kann sie noch einen Helm mitnehmen. Da haben wir ihn. Schön. Ey, wir haben hier echt keine Geldprobleme derzeit, ne? Kopfgeld ausgesetzt, das will ich nicht lesen. Das Kopfgeld ist auf uns ausgesetzt, das wissen wir. Dolch, da haben wir doch einen. Alter, die helle Bade gibt 1000 Gold. The fuck? So, sie nimmt jetzt erstmal den Dolch mit. Ach so, shit. Ich kann auch Kampfstäbe. Ist okay. Zaubern ist nicht so einfach, wie es bei mir aussehen mag. Ich bin müde. Die Geschäfte laufen schlecht. Kein Wunder bei der Eisenknappheit. Ne, der Dolch muss weg. So, jetzt haben wir es aber, glaube ich. Jetzt haben wir es. So, auf ins nächste Abenteuer. Oh, es ist Nacht. Das kommt davon. Beim Shopping vergisst man einfach die Zeit, ne? Und dann, schwupp, ist schon wieder Nacht. Ja, dann mache ich jetzt erstmal eine Pause.